Die Liebe zwischen Harry und Meghan scheint perfekt zu sein. Es ist eine Geschichte wie im Märchen, der Prinz und seine glamouröse Schauspielerin. Die Nummer 6 der britischen Thronfolge wandert für die Mutter seiner zwei Kinder aus und lässt das britische Königshaus zurück. So distanziert er sich sogar von seiner Familie. Die ehemalige Suits-Darstellerin steht dafür bedingungslos an der Seite ihres Traummannes. Das Band, das die beiden verbindet, ist stark und übersteht schon diverse Erschütterungen. Ob es um das Bruderzerwürfnis zwischen dem einst unzertrennlichen Gespann oder auch um Rassismusvorwürfe gegen das Königshaus geht. Auf einem Galaabend im New Yorker Intrepid Museum möchte sich Meghan gar nicht von ihrem Gemahl lösen. Ihr Motto? Nicht ohne meinen Harry. Ihr Auftritt und ihr Walk über den roten Teppich sind eigentlich selbstbewusst. Ihre Ausstrahlung durch das knallrote, tief ausgeschnittene Ballkleid ebenso. Doch die Gesten der Zweifachmama wirken eher zerbrechlich. Als das Dreamteam die Gäste begrüßt, greift Meghan immer wieder nach der Hand ihres Liebsten, streicht über seinen Arm und holt sich seine Hand zurück, sollte er diese einmal losgelassen haben. Trotz Konversation mit den Besuchern sucht sie ununterbrochen den Kontakt zum Vater ihrer Kinder. Hier zeigt sich die eigentliche Superwoman, von der immer alles abzuprallen scheint, einmal mehr nahbar und auf der Suche nach Unterstützung. Nach allem, was das Paar schon durchmachen muss, ist es ihr Zusammenhalt, mit dem sie gemeinsam alle Hürden meistern, und das lassen sie auch die Öffentlichkeit wissen.